Also, hallo alle zusammen, alle da draußen, die jetzt gerade auf YouTube sind und mein Video anschauen. Ich muss euch jetzt schon warnen, ich labere viel. Ja, das stimmt. Ich habe erst gerade vor ein paar Minuten, nehme ich an, mein allererstes Video auf YouTube gestellt. Da dort habe ich ein paar Informationen über mich gegeben und gesagt, dass es mein allererstes Video ist. Und auch gesagt, was ich so auf YouTube für Videos draufstelle. Und dort habe ich auch erwähnt, dass ich von Chinomiko Let's Plays mache. Also Chinomiko-Spiele. Es wären einmal Sweet Amoris und Eldaria, das aber noch nicht rausgekommen ist. Aber ich denke, in ein paar Monaten oder so rauskommen wird. Das ist eigentlich ein ähnliches Spiel wie Sweet Amoris. Das gleiche Prinzip und so. Ich beginne erst jetzt mit dem Let's Play, weil ich Sweet Amoris selber erst seit 2 Monaten kenne. Und ihr wisst nicht, wie oft ich dieses Video schon gedreht habe. Aber es ist einfach immer so scheiße rausgekommen. Aber dieses Video wird es definitiv. Ja. Definitiv. Bei den letzten Videos, die ich gemacht habe, habe ich einfach zu viel gelabert. Viel mehr als jetzt. Müsst ihr mir glauben. Ja. Okay. In 2 Wochen machen wir Episode 0. Also, ja. Das mache ich erst in 2 Wochen, weil ich Aktionspunkte sammeln werde in dieser Zeit. Und da werde ich so um die 140 Aktionspunkte holen und plus beim Spiel Flower Power, keine Ahnung, sagen wir so um die 160 Aktionspunkte holen. Vielleicht auch nicht so viel. Dann haben wir hier dann 277 Aktionspunkte. Und das richtige Let's Play beginnt so im Februar. Dann haben wir noch viel mehr Aktionspunkte. Ich sammle diese Aktionspunkte, weil mir eine Freundin geraten hat, das zu machen, bevor ich überhaupt mit dem Spiel beginne. Dann ist man einfach viel schneller und so. Und man muss dann nicht irgendwie mega lange warten, bis man wieder weiterspielen kann und so. Ja. Und ich möchte auch so wenig Aktionspunkte kaufen wie möglich. Ich werde nur Aktionspunkte kaufen, wenn es wirklich dringend ist und so. Ja, das war's meinerseits. Ja, ich habe Deutsch verlernt. Ich muss wieder mal in die Schule. 2 Wochen Ferien, Urlaub, bla bla. Sind einfach hart. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr meine Let's Plays gucken würdet und mir auch Freundschaftsanfragen schickt auf Sweet Amoris. Wer Sweet Amoris hat, ich nehme an, es schauen die meisten diese Let's Plays, die Sweet Amoris haben. Ja. Und abonniert Tasa. Also Tasa. Tami und Sari. Die sind wirklich gut.
Die haben auch wieder Maurice Let's Plays gemacht. Und ich habe viele Videos von ihm geschaut und ich abonniere sie auch. Weil ich. Oh, jetzt kommt schon wieder eine Nachricht. Ja, okay. Das war's dann. Bye bye.